Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Nacht des Suffs und der käuflichen Liebe. Willkommen zurück bei Deus Ex Mankind Divided in den Innereien von Golem, hätte ich beinahe gesagt. Da ist gar keiner, ne? Okay, hier geistert niemand rum. Wir gucken mal einfach hier. Ah, das könnte derjenige sein, den wir befreien müssen, hä? Da liegt auf jeden Fall noch ein Stimpack rum. Ach Quatsch, ich habe doch gerade erst gespeichert. Warum mache ich denn jetzt einen Quicksave? Da steht einer vor der Tür. Ach du Scheiße, und da läuft der Dicke. Ja, herrlich. Wenn ich jetzt da runter droppe, die sehen mich doch. So, Dujan. Wenn das mal gut geht. Kümmern Sie sich zuerst um die Bullen, okay? Was? Dann reden wir. Die Polizisten. Wie, Moment, wie soll ich denn den Dicken neutralisieren? Hallo? Oh ja, klasse. Geht ja gut los. Oh, ich verstecke mich mal. Wie kriege ich den denn jetzt ausgeschaltet? Da muss ich ja mit schweren Waffen arbeiten. Ja. Ja, toll. Da müssen wir. Ach, fuck, wie soll ich den. Wie kriege ich den denn kaputt? Kriegt man den von hinten irgendwie? Wir versuchen es mal. Okay, das funktioniert nicht. Ja. Da haben wir jetzt mal direkt. Also, Kleinen wären ja nicht mal das Problem. Wie schalte ich denn den Dicken aus? Ja, herrlich. Ich kann jetzt nicht anfangen, scharf zu schießen. Stückchen Kaffee. Okay, was haben wir? Wir haben. Was bist du? Splittermine. Splittermine ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das. Okay, Minenmatrix. EMP-Granate. Ist ein spezieller Sprengkörper, der einen örtlich begrenzten elektromagnetischen Feldimpuls erzeugt, der alle elektronischen Schaltkreise in der Nähe außer Betrieb setzt. Das könnte bei der Rüstung funktionieren, oder? Kombinieren. So, mal eben hier ablegen. So, kombinieren. Wie kombiniere ich das denn jetzt? Kombinieren. Mit einer eben. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Bewegen, kombinieren. Kombinieren mit der Matrix. Gibt hier irgendwie einen Knopf zum. Toll. Das heißt, ich habe eine EMP-Granate. Wie kombiniere ich das? Da gibt es doch. Hä? Kombinieren. Und die Sachen werden angezeigt. Ja, hier. Ah. Verblödete Enter-Taste. Legen wir mal auf die 8. Okay. Wenn das dann nicht völlig schief geht, müsste das heißen, ich lege die Mine dahin, lock den Typen an, der latscht rein und ich zerpflück ihn. Korrekt? Machen wir mal Quick Save. Kümmern Sie sich zuerst um die Bullen, okay? Dann reden wir.
Na komm, dreh dich mal weg. Jetzt muss ich nur noch hinkriegen, die Mine zu platzieren. Willst du mich verarschen? Holz dann. Wie benutze ich die denn jetzt? Warte mal. Auf E? Was? Ach so, weil da jetzt Elektro, okay. Ja. Hallo. Also wird das wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Ist die jetzt scharf? Wir probieren es jetzt einfach mal. Pack mal die Waffe weg. Warum drückt er sich jetzt da nicht an die Wand? Ah, geht doch. Ah, hat nicht funktioniert, hä? Gut, also so legt man die Minen. Wie lege ich denn die Minen? Bin ich denn völlig blöd? Schnellspeicherung. Wie lege ich denn jetzt die... irgendwie schnalle ich das nicht. Oder vielleicht auch hier mit 8 aktivieren und dann Enter oder so. Ist ja merkwürdig. Ach, ich warte immer darauf, dass der Bildschirm verschwindet. So. Jetzt hätte ich gerne... Wir nehmen sie mal auf die 4. Oder muss halt irgendwie hier so an eine Wand dran? Merkwürdig. Vier. Ah, warte mal, wo sind denn hier die doofen Steuerungsdinger? Ich schnell gerade nicht, wie ich eine Mine lege. Interagieren, ja. Mit E könnten wir es gleich nochmal versuchen. Feuern will ich ja nicht. Granate, G. Granate könnte es noch sein, also G oder E. Holz dann. 4. Ah. Wo ist die Dicke? Na komm schon, Bruder. Oh fuck, jetzt bin ich ein bisschen zu nah an der Mine, hä? Das wird schief gehen. Oh toll, jetzt hat es mich selber erwischt. Gut. Okay, jetzt wissen wir, wie wir sie legen. Wir sollten sie vielleicht nicht unbedingt so legen, dass... wir selber davon getroffen werden. Das ist eine ziemlich beschissene Idee. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie zu 80% aus Elektronik bestehen. So, jetzt aber. Aufsammeln. Auf die 4. Waffe Holz dann. So, warte mal. Wir hatten uns da versteckt und der ist bis hier hinten gegangen, ne?
Na oh, toll, ich habe die Mine ausgelöst. Leute, das kann jetzt ein bisschen dauern hier, ne? Ach Gott, so ein Dreck. Naja, so seht ihr mal, wie das hier mit dem Failen funktioniert. Aber, sie können Minen mit ihren Schiffen. Wie, ich löse meine eigenen Minen aus. Gut, Realitätsnähe im Spiel. So, jetzt machen wir erstmal so, packen die ein. Jetzt legen wir die hier hin. Und wir droppen dann da vorne und verkriechen uns da. Ja, das finde ich einen guten Plan. So, die vier. Guck mal, so sparen wir ein bisschen Zeit. Holz dann. Ja, willst du mich verarschen? Warum geht die denn jetzt so schnell los? Merkwürdig, beim ersten Mal ist sie nicht so schnell in die Luft geflogen. Oder nutze ich das irgendwie falsch? Hätte ich die doch mit. Ne? So. Ach, da ist sie. Okay, jetzt haben wir sie. Was ist sie denn so empfindlich jetzt? Himmel, Herrgott, nochmal. Ja, wir wissen, wer Otto Botgovelli ist. Fick die Wand, ey. Warum lege ich denn die Kackmine so schnell los? Ja, toll. Total Banane. Egal, wir versuchen es mal. Im Zweifel müssen wir gleich Gewalt anwenden. Ja, aber eigentlich gefällt mir das jetzt nicht, wie die liegt. Ne? Sorry, Leute. Die liegt jetzt ziemlich beschissen, möchte ich mal sagen. Also entweder legt sie sich direkt vor die Füße oder er schmeißt sie ans andere Ende vom Zimmer. So, da lernen wir nochmal was über Panchaya. Guck mal, ich mache das nur, damit ihr die ganzen Tipps mal lesen könnt. So, die Mine müsste ungefähr in der Mitte des Zimmers liegen. Holz dann. Ja, das ist doch schon mal okay. Kuckuck. So. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne eine Taser-Waffe für den Nahkampf. So, wenn das jetzt schief geht, dann werde ich die Stelle tatsächlich überspringen. Also, das heißt, ich mache die offscreen fertig und werde das nicht aufnehmen oder nur irgendwie als Schnelldurchlauf einbinden, wie auch immer. So, wo ist denn der Dicke? Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Willst du mich verscheißern? Oh, na toll. Ach, Leute, ernsthaft? Ja, okay, so können wir die auf jeden Fall auseinanderlegen. Gut. Ja, bin ich ein Meisterschütze. Okay. Ich würde sagen, das mache ich kurz offscreen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, der failende Quinn. Macht's gut.